Hallo hier bei Illo und Mops. Jawohl, ganz schön sonnig hier, die Einstrahlung. Mega, ne? Es tut einfach so gut. Draußen ist es aber echt trotzdem sehr, sehr kalt, aber die Sonne, die wärmt mein Gemüt auf. Und wenn man hier so im Auto sitzt und die Sonnenstrahlen abkriegt, ich habe gerade schon die Augen dabei zugemacht und sie einfach nur genossen. Göttlich, göttlich, ja. Ja, Mops, wo geht's denn heute hin? Wir haben hier nochmal irgendwie so einen Auftritt und diesmal kommt die Regierung mit und die Regierung entscheidet. Die hat gerade schon die Songs, das nochmal gehört, ja, das ist aber so und dann muss ich nochmal und da hast du doch so und so. Ja, ich bin quasi größter Fan, aber auch gleichzeitig größter Kritiker. Jo. So hat mich Illo kennengelernt. Ich war ja, was da heißt, ein Groupie? Nein, ich war ja auf einem Auftritt von ihm gewesen und dort haben wir uns halt kennengelernt, hat 2008, mich angesprochen. Ja. Und ja, ich habe halt seine Musikkarriere mitgekriegt und jeden Song mitgekriegt. Ich höre die Songs rauf und runter. Es gibt über 100, ne? Also, ich habe die rauf und runter gehört, bis sie mir irgendwann aus dem Hals hängen. Und auch schon jetzt Songs hängen mir quasi aus dem Hals, bevor sie aufgenommen sind, weil ich sie schon so oft gehört habe. Ja. Aber ja, so beim ist das. Kennenlernen hatte sie einen Text von mir, den ich geschrieben habe, weil ich schreibe ja meine Songs selber. Und den hatte sie bei sich an die Wand geschrieben, Leute. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Ich habe mich mit meinem richtigen Namen vorgestellt und sie sagte, nee, du heißt doch Illo. Und er so, hä? Was? Sag ich? Ja, ich sag ja, ich habe einen Song von dir an der Wand stehen. Das passte halt irgendwie. Da stand drauf, ich will jetzt fort von hier und glaube mir, ich bleibe nicht. Ich sehe die Sachen positiv, doch es ist nur der gleiche Mist. Ja, und es passte halt zu meiner Situation. Ich war 18 Jahre alt, genau. Ich habe das halt nachts, als ich nach Hause kam, in meine Kinderzimmerwand geschrieben und dann stand das da halt und das ist nicht mehr weggegangen. Auf jeden Fall kenne ich alle Songs rauf und runter und ich finde viele Songs sehr gut, aber ich bin halt auch ein ehrlicher Mensch und ich sage, boah, Elone, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Aber so ist das halt, so muss das auch sein, ne? Konstruktive Kritik oder ich darf ja auch meinen Geschmack äußern, das ist ja aber alles nicht unterhalb der Gürtellinie oder so, ne? Aber so ist es dann halt und ich sag, boah, ja, und oft ist es so, wenn die Songs verändert werden, die sind so schön teilweise, aber ja, ich, ja. Naja. Was will ich, so ist es halt, ne? Also Mops hat bestimmt schon 4 oder 5 Songs von mir persönlich an sie gerichtet. 4. Ich glaube, jetzt vor 2 Wochen oder 3 Wochen hatte sie noch einen ganz neuen gekriegt. Wir sind irgendwie zum Wohnmobil gefahren, haben uns so ein bisschen so gezergert Nein, wir haben uns nicht gezergert. Ja, ich war ein bisschen bockig gewesen. Sie war bockig, ja. Und hatte so aus dem Fenster geguckt, so einfach so, oh ja, guck ich aus dem Fenster. Und auf einmal macht er das an, das Lied. Und da war so, ach, da konnte ich nicht mehr bockig sein und ja, da hat er mich überrascht. Das fand ich sehr, sehr schön. Das hat auch, ja, das hat mich sehr. Ob ihr das hören werdet, weiß ich nicht genau. Das ist schon persönlich. Gucken, ja. Neuer Tag, neues Glück. Wir haben jetzt Sonntag und sind auf dem Weg zu Illos Mama zum Frühstücken. Ja, wir haben gerade schon hier eine Runde gelacht, weil ich habe direkt gesagt, boah, mach mal Sitzheizung an. Ne? Wir haben ja hier diesen Vorteil einer Sitzheizung. Das habe ich damals auch gesagt, wo ich mein Auto haben wollte, habe ich gesagt, es muss weiß sein. Dann habe ich gesagt, und es muss unbedingt eine Sitzheizung haben. Das war bei mir Kriterien. Also ich wollte ja eh den Einwagen haben, den ich ja habe, aber das war ja klar, der soll weiß sein. Und ich wollte unbedingt eine Sitzheizung haben. Und ich feiere sie so. Und es ist einfach nur toll. Und dann sagt gerade Elo, ja, und im Wohnmobil haben wir keine. Und dann sagt er, ey, wir haben doch noch so eine Heizmatte von Lars. Eine Heizmatte von Lars. Alexandra und Lars waren, da gibt es doch diese Sitzauflagen für die Autos und so einen haben wir noch. Und dann sage ich, jo, dann sagt er, ja, dann nimmt der eine die und der andere, der schmachtet der dann hinterher. Ja. Und da habe ich gesagt, du bist derjenige, der den hinterher schmacht. Und er so, dann mache ich einen auf Rücken. Dann machst du einen auf Rücken, dann bin ich durch. Ja. Ja, Mops, Thema gestern noch, also Marley und ich, wir saßen da im Studio wie so kleine Schuljungen, ne? Ja. Nein, war jetzt nicht böse. Wir haben so ein bisschen unter dem Song so ein Ey oder Ja oder sowas. Wir haben es mal aufgenommen, ja, irgendwie sowas. Ne? Und dann hat Mops uns da abgesaugt. Ich kenne ja Illo, er singt ja gerne oder macht gerne Musik, formuliere ich es mal so. Und wenn der da in der Kabine steht und dann hat er da irgendwo noch eine freie Lücke, dann will er da auch noch irgendwie dran reinpacken oder so. Und das war einfach zu viel des Guten. Ich habe gesagt, mach das weg. Ey, da waren Geräusche drin, ne? Ja, nee, so schlimm auch nicht. Aber habe ich gesagt, weg. Ich durchgehört, weg, weg, weg. Jetzt bin ich zufrieden. Ich habe gesagt, wenn die Musik nur für dich ist, okay, dann mach, was du willst. Aber das ist ja ein Illo und Mob Song, auch wenn ich dort nicht singe. Aber ist ja trotzdem, das dient ja unserem Zweck. Und von daher habe ich da Mitspracherecht und weg damit.
Ja, und was sagst du denn jetzt mal, damit du den Hörern auch mal oder den Zuschauern was sagen kannst? Wie sind denn so die Songs? Sind die alle gleich? Sind die irgendwie so? Was ist so, was sagst du? Was haben wir da geschaffen? Ja, also es geht so in die Richtung Hip-Hop. Also Illo macht ja Sprachgesang, nennen wir es mal so. Das ist jetzt nicht so dieses typische hier mit Beleidigung und ich bin hier der King und sowas, ne? Also das ist es nicht. Es ist halt auf ordentlich gemacht. Und dann ist es halt eher so ein trauriger Song halt. Und dann ist es halt auch so was Fröhliches, so was Mitreißendes, ne? Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ja, Illo, was machen wir denn jetzt bei deiner Mama? Jo, da müssen wir jetzt richtig leer räumen. Handpacken. Genau, hier. Ich habe die Arbeitshose an, ich krieg sie gar nicht gezeigt. Und hier so einen alten Pulli, Hoodie angezogen. Ja, sie hat sich eine neue Wohnzimmerwand nämlich bestellt. Und da steht eine alte. Und früher hat man das gekauft. Ja wirklich so... Ja, gekauft, ja. Ja. Und ich sehe schon, da steht schon ein bisschen was draußen, das verwundert mich jetzt, das ist eigentlich gut. Und ja, und früher waren ja die Wohnzimmerschränke, so Riesenschränke, so aneinander getaktet und ja, sie hat sich jetzt was Kleineres bestellt. Und das gekauft. Ja, gekauft, Entschuldigung, natürlich, ja. Sie hat sich jetzt was Kleineres gekauft, das kommt jetzt bald, wir haben jetzt den Sperrmülltermin morgen, das heißt, wir müssen diese alten Schränke jetzt alle runterräumen. Und hier steht wirklich schon ein bisschen was. Ja. Und jetzt ist die Frage, frühstücken wir erst? Oder arbeiten wir erst? Wenn es nach mir ginge, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Illo sagte, nee. Möbelpacker am Mops. Ja, die Entscheidung ist jetzt gefallen. Wir brachten natürlich vor Frühstück alles runter. Ich hätte nur an den Kleinen halt gedacht, dass er dann vielleicht erst was essen will. Aber ach, der ist da auch von links und rechts und unterwegs. Und was wir haben, das haben wir natürlich. Und dann können wir gleich schön Ruhe einkehren lassen. Ich weiß noch, früher sind wir nämlich mit meiner Ma hier zusammen, ich und Mops quasi alle hier in das Haus reingezogen. Und ich weiß noch, Mops, die hatte links eine Box drauf, rechts eine Box. Und dann ist die da hoch ins dritte OG hochgeballert. Das gibt's gar nicht, ne? Ja, Wahnsinn. Ach, ist das schön. Sonntag ist Familientag hier bei uns. Der Kleine wollte sich eindrehen lassen. Das macht Spaß. Ja, Mops, hast du dich ja jetzt gerade echt wacker da geschlagen, ne? Also konntest Mutter noch irgendwie um einiges überreden, zu erleichtern, die Wohnung, ne? Habe ich gesagt, komm, das kommt auch noch weg und das auch noch. Und dann hat sie sich von dem einen oder anderen auch noch getrennt. Ist ja nicht verkehrt, ne? Ja. Hier ist dieser Vlog jetzt wieder vorbei. Mops ist hier hinten auf der Couch. Es ist Sonntag. Sie ist am Büffeln wie eine Wahnsinnige. Also es kommen immer wieder Fragen, wo ich auch mein Gehirn wieder auffrischen kann oder sowas. Sie screenshottet so einige Fragen auch einfach mal. Und ja, wir sind hier bei. Ich helfe ihr ein bisschen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es hier heißt Illo und Mops. Ciao. Tschüss.